Es geht um dialogisches Malen bei der nächsten Übung. Wir brauchen Übungen, wo wir nonverbal mit Menschen kommunizieren können, die aus irgendwelchen Gründen, das kann durch eine seelische Störung sein, aber das kann auch durch traumatische Erlebnisse sein, ihre Sprache verloren haben. Bei dem dialogischen Malen malen wir mit dem betreffenden Menschen abwechselnd bei freier Farbwahl, und bei der jetzigen Übung malen wir gemeinsam ein Mandala. Wir nehmen beide unsere Pinsel und das Gegenüber fängt an und sucht erstmal eine Mitte mit einer beliebigen Farbe. Eine erste kleine Botschaft, und jetzt geht es immer darum, dass man darauf antwortet. Ja, und so kommt dann so eine einfache dialogische Arbeit auch irgendwann zum Abschluss. Man kann während der Arbeit immer wieder ein Stück weit zurückgehen und Verbindendes schaffen. Man kann auch nach außen hin abschließen. Das Wichtige ist, dass man darauf achtet, dass immer ein malerisches Gespräch da ist, dass man immer daran anschließt, was der andere Maler oder die andere Malerin gerade gemacht hat.